Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Stefan Kutschke, Niklas Hauptmann, Kevin Broll und Paul Will haben einiges gemeinsam. Sie sind Führungsspieler bei der SGD und verkörpern maximalen Einsatz, unbändigen Willen und schwarz-gelbe Leidenschaft. Und noch etwas eint die vier. Sie alle haben mittlerweile über 100 Pflichtspiele für die Sportgemeinschaft absolviert. Mein größtes Highlight in diesen 100 Spielen für Dynamo Dresden, es gab etliche, aber in spezieller Erinnerung ist das natürlich das DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig geblieben. Diese Voraussetzungen vor dem Spiel, dieses Duell der Gegensätze eigentlich, wo ganz Deutschland drauf geschaut hat und vielleicht noch über die Landesgrenzen hinaus. 30.000 Zuschauer im restlos ausverkauften DDV-Stadion freuten sich auf die Partie. Ich glaube, so eine Stimmung im Stadion habe ich noch nie erlebt. Es war alles dabei und diese Stimmung, wie sie an diesem Spieltag war, hatte ich hier schon mal gegen Bayer Leverkusen ähnlich im DFB-Pokal, wo man aussichtslos hinten lag und dann das Spiel doch noch drehen konnte. Und auch in diesem Spiel war es so, dass wir zur Halbzeitpause 2-0 hinten lagen und Uwe Neuhaus aber damals gesagt hat, okay, wir behalten unseren Plan bei. Stefan Kutschke verwandelt sicher zum 1:2, 47. Minute. Stefan Kutschke, 74 Minuten sind gespielt. Nächste Möglichkeit, 78. Minute, wieder Kutschke und diesmal trifft er. Aber ich glaube, dass du auch dann getragen wurdest, ne? von der Stimmung. Das Paradebeispiel dafür, was so ein Stadion machen kann mit dem Spiel. Und so wurde das Spiel dann am Ende dank der Fans und mit den Fans hier zu Hause gedreht. Wenn Ausmann trifft, ist das Spiel entschieden und er trifft 7:6. Überragendes Erlebnis. Ich glaube, für alle, die dabei waren, einmalig. Ja. Ja, mein Highlight war gegen Hertha BSC im Olympiastadion, DFB-Pokal vor ausverkauftem Haus. Von einem Heimspiel für Hertha kann heute nicht wirklich die Rede sein. Weit über 30.000 Fans von Dynamo Dresden sind die rund 200 Kilometer nach Berlin gereist, um ihr Team zu unterstützen. Das war schon auf jeden Fall Krimi pur. Ich glaube, da stand es dann 2:2, genau. Bis zur 108. Spielminute. Lukas Stohr mit der erneuten Führung für die Sachsen. Also da dachtest du, wow, wir können es schaffen. Und dann kommt diese Nachspielzeit. Das Spiel, wie es dann auch sich gestaltet hat, in letzter Minute noch den 3:3 Ausgleichstreffer bekommen und dann im Elfmeterschießen leider gescheitert. Das war auf jeden Fall ein Highlight in meinem ersten Jahr direkt. Ja, Haube, Düsseldorf, was fällt dir dazu ein? Wahnsinnsspiel. Anstoß für Dynamo. Niemand kann ahnen, dass der Ball nur 26 Sekunden später schon im Fortuna-Kasten liegen wird. Der Clou? Natürlich legt Lumpy Lamberts auf und Niklas Hauptmann vollendet. Ja, für mich das erste Profitor für Dynamo, das schnellste Tor seit der Wende, glaube ich. Und von daher ist das natürlich für mich persönlich am meisten in Erinnerung geblieben. Zum Glück ist der Jubel hier nicht mit dabei, weil der war sehr unangenehm, weil ich gar nicht wusste, was ich machen soll. Und Gogi natürlich. Genau, brutal. Mit dem. Das war Wahnsinn. Es war dann am Ende, glaube ich, ein 3:0. Richtig. In Düsseldorf. Du mit deinem ersten Zweitligator. Was hat zu Hause die Familie gesagt, gerade der Papa? Ja, die waren natürlich alle stolz. Zu Recht. Besonderer Moment. Boah, dieser eine Dynamo-Moment ist, glaube ich, schwierig. Was auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, ist der Aufstieg. Hier zu Hause haben wir den klargemacht gegen Türkgücü. 4:0, direkter Nachbarschluss. Dynamo Dresden steigt einen Spieltag vor Schluss in die zweite Liga auf. Der direkte Wiederaufstieg, er ist gelungen. Ja, schon geil, wenn man das so sieht, ne? Da kriegt man direkt nochmal Gänsehaut. Aber da muss man schon sagen, das wäre schon immer deutlich krasser gewesen mit
Nicht-Fans, ja, das können wir jetzt, das können wir jetzt schaffen. Ja, wir dieses Jahr nach. Dann wirst du mal erleben, was das bedeutet hier. Spiele für Schwarz-Gelb. Das ist in der Historie der SGD bisher 99 Spielern gelungen. Für ihren Beitritt in den illustren Club der Hunderter wurden Haupe, Kutsche, Paul und Brollo vor dem Spiel gegen den SV Sandhausen im Rudolf-Harbig-Stadion offiziell geehrt. 100 Spiele musst du heute erstmal machen, wieder allgemein in der Mannschaft und für einen Verein, weil es doch relativ schnelllebig und durch Wechsel bedingt, das noch nicht mal zustande kommt. Und deswegen freut es einen umso mehr, dass du 100 Spiele machen darfst. So musst du es auch sagen für Dynamo Dresden. Ich glaube, nicht bloß ich, sondern viele andere, die diese Zahl auch erreicht haben, diesen Club der Hunderter, sind unheimlich stolz, weil sie wissen, was dieser Verein eigentlich ausstrahlt und für eine Power hat. Jeder der vier hat seine ganz eigene Geschichte, die ihn mit der Sportgemeinschaft verbindet. Für Kevin Broll beginnt sie am 27. Juli 2019. Beim stimmungsvollen Saisonauftakt gegen den 1. FC Nürnberg steht der Neuzugang aus Groß-Asbach das erste Mal für die SGD zwischen den Pfosten. Das erste Spiel in der zweiten Liga für mich hat so ziemlich stark gekribbelt. Hatte richtig Bock. Ich wusste, was auf mich zukommt mit dem K-Block und die Stimmung hier im Stadion. Und darauf habe ich mich auf jeden Fall schon vorbereitet. Ja, wir haben eigentlich ein relativ ordentliches Spiel gemacht, bekommen aber halt, sehe ich noch wie heute vor mir, eine Flanke, einen Kopfball, der gegen die Laufrichtung von mir ins Tor geköpft wird, ins rechte Eck und verlieren da leider 1-0. Aber das war auf jeden Fall ein besonderes Erlebnis, erstes Spiel in der Liga, in der zweiten Liga für mich und vor so einer Kulisse dann auch, das war schon atemberaubend. Ein Jahr später spielt Dynamo eine Liga tiefer, bekommt es aber beim Pflichtspielauftakt zunächst mit einem Zweitligisten zu tun. Erstmals nach Ausbruch der Corona-Pandemie dürfen wieder über 10.000 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion mit dabei sein und sehen auf dem Rasen viele neue Gesichter in der Mannschaft. Mit dabei ist auch der 21-jährige Paul Will. Der Mittelfeldspieler kam von der zweiten Mannschaft des FC Bayern an die Elbe und erlebt gleich bei seinem Debüt einen denkwürdigen Abend. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht lange da. Ich bin ja mit als Letztes, glaube ich, gekommen in dem Jahr. Ging dann alles sehr, sehr schnell. Hab mich im Vorbereitungsspiel 3 Tage vorher noch ein bisschen verletzt. Konnte dann trotzdem aber spielen. Und ja, was wir da für eine Energie auf den Platz gebracht haben, was wir da abgerissen haben, war einfach Wahnsinn. Wir haben den großen HSV, der riesen Ansprüche hatte die Saison mit einem neuen Trainer. Den haben wir einfach hier im eigenen Stadion geschlagen. Und das nicht nur knapp, sondern in aller Deutlichkeit mit 4-1, das war natürlich Wahnsinn. Da ist eine riesen Euphorie entstanden. Es war einfach unglaublich. Eine Euphorie herrscht in Dresden auch am 23. April 2016. Dynamo hatte eine Woche zuvor den Aufstieg in die zweite Liga perfekt gemacht. Nun steht es im Rudolf-Harbig-Stadion 3-0 gegen den SVW in Wiesbaden, als SGD-Eigengewächs Niklas Hauptmann in der 84. Minute zu seinem Profidebüt kommt. Am Ende deutliches Ergebnis. Von daher, glaube ich, hat der Trainer gedacht, jetzt kann ich dem Hauptmann auch mal ein paar Minuten geben, weil ich konnte nichts mehr kaputt machen. Und ja, natürlich dann, wenn du das einmal hier erlebst, wie an dem Tag, als ich reingekommen bin, ich glaube, für Justin Eilers war das damals, dann willst du davon mehr haben und war einzigartig hier auf dem Platz zu stehen, weil dafür hast du die ganze Jugend trainiert, gearbeitet und auch davon geträumt, hier mal zu spielen und da hat alles angefangen. So richtig angefangen bei der SGD hatte es wenige Monate zuvor auch für Stefan Kutschke. Beim Auswärtsspiel gegen Rot-Weiß Erfurt gibt der gebürtige Dresdner sein Profidebüt für Schwarz-Gelb. Nachdem ihm 2007 in Dynamos U19 der Durchbruch nicht gelungen war, dauerte es 9 Jahre, ehe der Stürmer über einige Zwischenstationen Anfang 2016 per Leihe zu Dynamo zurückkehrte. Wieder hier einzulaufen und an einem Trikot von Dynamo Dresden zu stecken und mitzuwirken, das ist nochmal ein Wunsch gewesen, ein großer Wunsch, der ging damit in Erfüllung. Jetzt kann man sagen, ja, hätte es vielleicht eher schon mal geklappt. Nein, der Lauf der Dinge, der war so und sollte vielleicht auch so sein, aber das war dann vielleicht auch nochmal so der Startschuss für eine tolle Zeit, die man hier zu Hause verbringen darf.
Bei seinem vierten Einsatz für Dynamo feiert Kutsche seine Torpremiere vor heimischer Kulisse. Gegen die Zweitvertretung von Werder Bremen trifft er in der 54. Minute per Kopf zum 2:1 Endstand. Das erste von vielen wichtigen Toren, die er für die Sportgemeinschaft erzielen sollte. Nach dem Ende der Leihe 2017 und einem Gastspiel in Ingolstadt kehrt der 1,94 Meter große Mittelstürmer im Sommer 2022 endgültig heim. Ja, man sagt ja, bekanntlich ist es zu Hause am schönsten, das ist ganz klar. Ich glaube, dass es mir immer, das merke ich jetzt, dass es mir leichter fällt, zu Hause Fußball zu spielen in einem gewohnten Umfeld, als vielleicht irgendwo anders in anderen Stationen. Das soll nicht so klingen, dass es bei den anderen Vereinen die Motivation geringer war. Aber es ist nochmal bedeutsamer, gerade wenn du siehst, dass am Wochenende deine Familie und deine Freunde, mit denen du eigentlich auch immer zusammen bist, im Stadion zu sehen sind und sie mit dir mitfiebern und sie mit dir mitleiden und mit diesem Verein mitfiebern und leiden, dann ist das nochmal, dann packt dich das nochmal mehr als vielleicht woanders. Auch Niklas Hauptmann, der zwischenzeitlich 5 Jahre in Köln und Kiel kickte, zieht es 2022 wieder zu seinem Heimatverein. Ja, in erster Linie bin ich hier aufgewachsen, mit 6 Jahren hierher gekommen. Kindheit, Jugend, alles in Dresden verbracht, bei Dynamo verbracht. Ich glaube, mit 11 Jahren bin ich zu Dynamo. Hab hier alle Jugendmannschaften durchlaufen, saß hier im Block C, wenn immer die Zeit da war, um die erste Mannschaft zu unterstützen. Und da hat man immer noch einen anderen Blick auf das Spiel als jetzt vielleicht, wenn man selber unten steht. Und insgesamt einfach, ja, bin ich mit Dynamo aufgewachsen und dementsprechend einfach eine sehr, sehr enge Verbindung und ist ein großer Teil von mir. Wenn man 100 Spiele für einen Verein bestreitet, dann wächst man unweigerlich in eine Führungsrolle hinein und hat entscheidenden Anteil an der sportlichen Entwicklung der Mannschaft. Kutsche, Brollo, Haupe und Paul, sie alle haben Dynamo ihren Stempel aufgedrückt. Doch in der Zeit im schwarz-gelben Trikot, sei es mit oder ohne Unterbrechung, hat der Verein auch sie entscheidend geprägt und sie sowohl fußballerisch als auch persönlich reifen lassen. Ja, entwickelt in dem Sinne, dass ich auf jeden Fall sehr schnell hier Fuß gefasst habe und eine starke Führungspersönlichkeit wurde auf dem Platz. Habe durch meine Leistungen, die ich gebracht habe, denke ich auch, bin ich auch gewachsen und ja, viel selbstbewusster geworden und wusste, dass ich auf jeden Fall auch in der zweiten Liga bestehen kann. Und das hat mir natürlich auch einen kleinen Aufschwung gegeben und einen kleinen Mentalitätsschub. Ja, es sind natürlich zwei größere Abschnitte. Erstmal die lange Zeit in der Jugend, die ich auch mit erwähnen möchte, die sehr wichtig sind. Und dann hier bei den Profis angekommen. Und klar, es kommt dann so ein bisschen auch Routine rein, auch persönlich. Kannst du dann besser damit umgehen, wenn du hier vor 30.000 Leuten spielst. Aber es ist jedes Mal aufs Neue wieder besonders, hier zu sein, hier zu spielen. Ja, ich habe es gesagt, jetzt in der aktuellen Saison gibt es nichts Größeres als die Heimspiele. Ja, die sind immer auf jeden Fall besser als auswärts. Ja, damit musst du natürlich auch erstmal klarkommen, da musst du dich erstmal dran gewöhnen. Und ich denke, das habe ich mit der Zeit auch ganz, ganz ordentlich gemacht. Und ja, in der Persönlichkeit entwickelst du dich natürlich auch irgendwann weiter. Du übernimmst dann auf dem Platz mehr Verantwortung, neben dem Platz mehr Verantwortung. Es ist ja immer wieder ein Thema bei uns. Hab jetzt auch Kutsche, von dem ich immer wieder was lernen kann. Von daher gab es viel zu lernen und viel zu erleben in den 4 Jahren. Ich mag Spieler, die Verantwortung übernehmen und sich nicht irgendwo dahinter verstecken. Und das haben die Spieler, gerade ein Paul Will, ein Niklas Hauptmann, die Spieler sind das Ganze angegangen. Und sie reifen jetzt in ihrem Prozess. Aber eins ist auch klar, irgendwann ist meine Karriere vorbei. Ja, und dann müssen Sie diese Werte, die wir haben, die ich Ihnen probiere mitzugeben, die müssen Sie weitertragen. Auch die aktive Fanszene brachte gegenüber den jüngsten Mitgliedern im 100er-Club ihre Wertschätzung zum Ausdruck und überreichte ihnen zum Jubiläum individuell gestaltete Wimpel. Getreu dem 11. Leitsatz der SGD, wir leben unsere Tradition. Wir haben einen Traum, steht genau darunter. Und so wollen die 400er, die bei Dynamo schon so viel erlebt haben, auch in Zukunft vorangehen und dabei helfen, den Verein dahin zu bringen, wo er hingehört. Es ist immer wieder faszinierend, wie Fans und wie der Verein für diese Werte, die dieser Verein hat, darum kämpfen und dass es beibehalten wird, dass die Tradition weiterhin gepflegt wird. Ich meine, es ist viel passiert. Jeder hätte sich vielleicht einen anderen Weg gewünscht, dass man sich schon in der zweiten Liga etabliert hat, dass man eventuell mal den großen Coup landet.
Nein, man musste immer wieder Wechseljahre anstreben, wo man gependelt ist zwischen zweiter und dritter Liga. Das muss man abwenden in Zukunft und dann diesen Verein dorthin führen. Und das haben wir schon mal gesagt, wo er hingehören soll, wo ihn alle sehen, dort festigen, dass man eben nicht mehr diese Fahrstuhlmannschaft wird. Und das ist auch ein Teil dieses Jahr von dieser Mannschaft, dass wir diesen Weg einleiten. Diese Stadt und diese Fans, das ist einmalig. Und jeder wünscht sich auch, diesen Verein auch weiterhin oben zu sehen, nicht in der dritten Liga. Und daran setzen wir auch alles, dass wir das dann auch umsetzen. Ich glaube, dass wir mit der Konstellation, die wir jetzt hier haben, Mannschaft, Trainer, Verein, Fans und wie das zwischen den ganzen Parteien harmoniert, haben wir einfach aktuell was, was sehr kostbar ist, was sehr harte Arbeit war, was aber natürlich in der Konstellation uns sehr, sehr weit bringen kann. Und ich glaube, das hat man jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass uns das in Spielen halt auch trägt. Und das sollten wir nutzen. Und ich glaube, dass wir das in den 4 Jahren jetzt noch nicht so hatten, wie wir es jetzt haben. Wenn mir einer gesagt hätte, du darfst hier einmal unten stehen als Kind, dann hätte ich gesagt, nehme ich sofort. Und das reicht mir auch. Aber klar ist ja auch, wir hatten über eine persönliche Entwicklung gesprochen. Und wenn du dann die Entwicklung machst und siehst, dass du hier richtig was bewegen kannst, dann hoffe ich, dass wir die Saison zu einem guten Ende bringen und alle unser Ziel erreichen. Und ich persönlich habe die Hoffnung, dass der eine oder andere vielleicht noch mal 100 Spiele draufsetzt und dass wir noch eine geile Zeit hier in den nächsten Jahren zusammen haben. Vielen Dank für alles.